Way away into the darkest parts of me. I need a change, just be replayed. I thought love was a lost art till you showed me some sanctuary. Now I never wanna let you go. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte mir, ich vlogge mal wieder. Ich vlogge eigentlich mittlerweile nur noch auf meinem Kanal, aber mir macht es mega Spaß und ihr mögt Vlogs, glaube ich, auch am liebsten von mir. Deswegen vlogge ich heute mal wieder. Es ist heute Montag und ich bin gerade von zu Hause gekommen, also von ganz zu Hause. Ich war ja, falls ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, ganz zu Hause in der Heimat mal wieder und es war richtig schön. Ich habe mega viel mit meiner besten Freundin gemacht, die da wohnt. Deswegen sehen wir uns halt immer nur, wenn ich heimkomme. Und wie ihr wisst, fahre ich sehr, sehr selten eigentlich heim. Aber wir haben jeden Tag was gemacht und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hier in Bamberg. Und ich habe schon wieder, ich zeige es euch jetzt nicht zu nah, weil das wirklich eigentlich, glaube ich, nicht so lecker für euch ist. Aber ich habe schon wieder einen Vitaminmangel. Also, wer meine Videos schon länger schaut oder meine Vlogs, der weiß, dass ich damit momentan bzw. in dem letzten halben Jahr richtig krasse Probleme habe. Also, ich habe das ungefähr wirklich ein bis zweimal im Monat. Ich weiß nicht mehr, woran es liegt. Mir haben auch ein paar geschrieben, dass es auch an meiner Schilddrüsenunterfunktion, glaube ich, liegen kann. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit Eisensaft getrunken. Also, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich muss echt mal zum Arzt und ein großes Blutbild nehmen lassen und schauen, was das ist, weil es nervt einfach nur. Es tut immer so weh und das dauert bei mir halt auch echt eine Woche, bis das wieder weg ist. Also das ist nicht schön. Auf jeden Fall muss ich heute ein bisschen was für die Uni machen. Mir haben auch viele geschrieben, dass sie gerne mal wieder einen Uni-Alltags-Vlog sehen würden. Ich muss heute ein bisschen was für die Uni machen für die Hausarbeit. Ich treffe mich nämlich morgen mit einem meiner Teamkollegen aus von der Hausarbeit. Und ansonsten gehe ich heute Abend wieder feiern mit meinen Mädels. Ich freue mich mega. Und am Mittwoch fahren Jonas und ich in den Urlaub. Yay! Ich werde euch da auch mitnehmen. Also ich werde auf jeden Fall auch vloggen. Habe ich mir zumindest mal vorgenommen. So ein, zwei Tage. Wir gehen von Mittwoch bis Montag. Und ja, das ist jetzt hier mal kurz ein Update gewesen. Ich werde mich jetzt erstmal an meinen Schreibtisch fläzen und ein bisschen was arbeiten. Auf jeden Fall muss ich... Auf jeden Fall muss ich jetzt kurz, beziehungsweise nicht kurz, eher lang, eine PowerPoint-Präsentation von unserer Hausarbeit oder von meinem Teil der Hausarbeit auf jeden Fall vorbereiten, weil wir da nächsten Dienstag die Präsentation halten und deswegen fahren wir auch schon am Montag zurück, weil ich am Dienstag dann die Präsentation mit meinen Teamkollegen habe und deswegen mache ich jetzt kurz die PowerPoint-Präsentation, dann muss ich noch eine SWOT-Analyse auf jeden Fall zumindest anfangen und dann können wir die morgen vielleicht zusammen noch ein bisschen besprechen und machen. Und um 4 kommt dann Jonas und ich muss auch noch einkaufen gehen. Deswegen ist es jetzt 2:30. Ich hoffe, ich schaffe das alles, aber ich setze mich jetzt erstmal dran und dann schauen wir mal, wie die ganze Scheiße hier läuft. Ich habe jetzt schon die Marketing- und Vertriebfolien für die PowerPoint-Präsentation vorbereitet und muss nachher dann, wie ich gesagt habe, noch die SWOT-Analyse machen und davon dann auch noch eine Folie machen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall so das, was ich bisher gemacht habe. Und jetzt werde ich kurz einkaufen gehen. So, meine lieben Freunde, ich habe mich jetzt ganz spontan dazu entschieden, dass ich für heute Abend fürs Feiern gehen gerne Locken hätte. Ich hatte eigentlich gar keine Lust auf Locken, aber diese Haare regen mich gerade so auf. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt Locken. Außerdem ist mir irgendwie ein bisschen langweilig und deswegen möchte ich jetzt irgendwas mit meinen Haaren machen. Und die sehen so komisch immer aus, wenn ich die in einem Zopf hatte. Aber ich werde die jetzt mal locken. Und dabei ein bisschen Musik hören und euch ein bisschen mitnehmen und ja. Fun Fact übrigens, immer wenn Jonas mein Glätteisen aufräumt,
tut das irgendwo hin, wo ich es nicht mehr wiederfinde. Also nicht mit Absicht, aber der räumt das nicht an den Platz, an den ich es normalerweise tue. Und deswegen finde ich es dann immer nicht mehr. Ja, richtig witzig, oder? Eigentlich ist es eine richtig dumme Idee, sich jetzt die Haare zu locken, weil durch das Glätteisen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wird mir so warm. Aber naja, wer schön sein will, muss schwitzen. Ich gehe danach eh nochmal duschen, glaube ich, bevor ich feiern gehe. Weil ich heute im Zug auch schon so geschwitzt habe. Wollte auch keiner wissen, aber wisst ihr jetzt alle. Wer kann sich an dieses Lied noch erinnern? Like, do the shit I like, do the shit I like. You can get it anytime, middle of the night, Feel so good, pussy so tight. Burn a bitch so it's not nice. You can touch me, tease me, kiss me, and lick me. I know you in a rush, baby, can I get a kick? I don't know why I'm still surprised. Even angel. Meine Haare sind jetzt fertig. Ich gehe jetzt wie immer einfach noch ein bisschen durch die Haare durch und lass sie aushängen und. Ja, es ist eigentlich auch erst 5. Jonas ist immer noch nicht da, weil er jetzt noch spontan zum Friseur gegangen ist. Aber ich warte jetzt auf ihn. Ich habe schon mega Hunger. Ich habe nichts zum Mittag gegessen. Und dann werden wir essen. Und dann werde ich mich restlich fertig machen für heute Abend. Hallo meine Lieben, zum zweiten Tag. Heute ist Dienstag und ich war dann gestern Abend noch feiern. Es war so warm in dem Club und ja, ich bin ziemlich fertig heute. Und heute ist es wieder so heiß. Also ich freue mich, dass es warm ist, aber es ist richtig, richtig heiß. Auf jeden Fall steht heute sehr viel Urlaubsvorbereitung an. Ich war schon bei der Bank, habe mein Geld abgehoben, weil ich momentan keine Kreditkarte habe, weil irgendjemand versucht hat, über meine Kreditkarte was zu bezahlen im Wert von 300 oder 400 Euro und deswegen wurde meine Kreditkarte gesperrt. Ja, deswegen habe ich keine Kreditkarte und musste eben dementsprechend jetzt Bargeld abheben. Hat auch gar keinen gejuckt jetzt gerade. Ich muss packen, ich muss hier ein bisschen Klarschiff machen, ich muss noch Wäsche bügeln, noch Wäsche waschen und ja, that's it. Ich war jetzt gerade auch noch in der Stadt und habe so ein bisschen was für den Urlaub noch geshoppt. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Kennt ihr das? Irgendwie immer, bevor ich in den Urlaub fahre, muss ich nochmal neue Sachen kaufen, damit ich weiß, dass ich safe bin, dass ich genug Bikinis habe und allgemein einfach schöne Sachen für den Urlaub. Und ich habe passend dafür mir auch nochmal bei Pure Lay was bestellt, beziehungsweise mir wieder was aussuchen dürfen. Und ich hatte so Angst, dass es nicht mehr vor dem Urlaub ankommt. Aber es ist angekommen. Also die sind mit dem Versand immer so extrem schnell, wirklich. Meine Schwester hat auch sich letztens was bestellt. Und es kam so schnell an, ich glaube, innerhalb von 1 oder 2 Tagen. Also da kann man echt gar nichts sagen. Ich liebe das. Und ich wollte das mit euch auspacken, weil ich mich so freue, weil das so Teile sind, die ich schon so lange haben wollte. Aber die immer ausverkauft waren. Und jetzt habe ich sie mir bestellt. Dann habe ich mir einmal diese Halskette hier bestellt. Die finde ich auch so, so schön. Und das ist wie so ein Choker. Oh, geil. Als nächstes habe ich mir dann meine absolute Lieblingskette bestellt. Ich finde die an jedem immer so schön. Und zwar ist das dieser Perlen-Choker. Oh mein Gott, der sieht so, so schön aus. Mann, ich will den dran machen. So, die habe ich sogar dran bekommen. Oh mein Gott, ich finde die so, so schön. Ich liebe die. Das ist, glaube ich, meine neue Lieblingskette. Dann habe ich mir noch diese Kette hier bestellt. Die finde ich auch so extrem schön. Und ich wusste gar nicht, dass Pure Lay die im Sortiment haben. Aber dann habe ich die so gesehen und dachte mir so, oh, du kommst in meinen Warenkorb. Und dann habe ich mir als letztes noch die Kette hier bestellt. Das ist die typische Kette von Pure Lay. Ich glaube, die kennt mittlerweile jeder von euch. Und schaut mal, wie schön das immer glänzt. Naja, auf jeden Fall, das habe ich mir bei Pure Lay bestellt für den Urlaub. Und ich freue mich mega, vor allem über den Choker und diese Kette hier. Finde ich so, so schön. Und weil mich wirklich so viele von euch immer auf Instagram fragen, ob ich mal wieder einen Code habe. Ich habe mal wieder einen Code für euch, meine Lieben. Und zwar spart ihr mit dem Code HAPPYSAM bei Pure Lay eine ganze Woche lang 15% auf das gesamte Sortiment. Ich werde euch auch auf Instagram am letzten Tag, an dem die Aktion gilt, nochmal einen Reminder geben, weil so viele immer genau einen Tag, nachdem die Aktion endet, mir schreiben, ob der Code noch gilt. Deswegen, ja, HAPPYSAM, mit dem spart ihr 15% bei Pure Lay. Ist auch mega gut, weil vielleicht sind ein paar Sachen ausverkauft und dann könnt ihr einfach ein paar Tage warten, die Sachen sind wieder drin und ihr könnt sie euch direkt bestellen. Auf jeden Fall, ja,
Das ist mein Code für euch. Und jetzt zeige ich euch noch die Sachen, die ich mir in der Stadt gekauft habe. Und zwar habe ich mir erstmal ein Bikini gekauft, weil ich trage eigentlich immer Badeanzüge. Aber zum Sonnen ist das irgendwie ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein Bikini gekauft. Das ist jetzt nicht so mein Number One Favorite Bikini, einfach weil ich nicht weiß, ob der mir so steht. Aber ich fand ihn schön und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Das ist einmal diese Hose hier. Das ist so Neon-Pink. Das kann man, glaube ich, auch mega gut erkennen. Und die Hose hat nur 10 Euro gekostet. Das fand ich mega cool. Und dazu habe ich mir dann einfach das passende Oberteil gekauft. Was ich immer ganz wichtig bei Bikinis finde, ist, dass da ein, also so ein Pad drin ist, weil sonst ist es alles sehr boobilicious. Und momentan, also wenn ich auf ASOS Bikinis bestelle, wirklich, es ist in keinem Bikini ist so ein Patty drin. Und das kann ich nicht, das kann ich wirklich gar nicht. Auf jeden Fall ist das Oberteil dazu. Und das fand ich irgendwie ganz süß so zusammen. Und das Oberteil hat 18 Euro gekostet. Also eigentlich mega gut, 20 Euro für ein Bikini. Das ist echt nicht so teuer. Dann habe ich mir bei H&M noch, ich wollte mir eigentlich gar keine Klamotten so kaufen, aber ich fand das so schön. Also ich bin eigentlich nur in den H&M gegangen, weil ich ein Bikini wollte. Aber dann habe ich diesen wunderschönen Rock gesehen und musste den mitnehmen. Der sieht so, so süß aus. Der ist so beige, wie ihr seht, und hat so ein Lochmuster. Und der hat 30 Euro gekostet. Aber der ist so schön. Mit einem weißen Crop-Top oder so kann ich mir den so, so schön vorstellen. Und der ist auch mega angenehm vom Tragen her. Rutscht nicht hoch. Und deswegen musste ich den mitnehmen. Okay, jetzt war mein Kamera-Akku gerade leer. Deswegen sorry, falls sich die Perspektive jetzt irgendwie verändert hat. Auf jeden Fall war ich dann noch bei Pimki, natürlich. Und die zwei Sachen habe ich auch mitgenommen. Und zwar einmal dieses Oberteil hier. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. So. Das finde ich so schön. Das trägt man auch so ein bisschen off-shoulder. Und das gleiche habe ich dann noch in dieser wunderschönen Farbe mitgenommen. Also so rot-weiß. Fand ich auch total schön. Und das hat auch nur 10 Euro gekostet. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch zu dem H&M-Rock mega süß aussehen. Deswegen musste ich das auch mitnehmen. Und das war mein kleiner, aber feiner Haul. Jetzt sind beide meine Kameraakkus leer und deswegen werde ich jetzt erstmal ein bisschen aufräumen und dann sehen wir uns danach wieder. Der Kameraakku ist aufgeladen und ich werde jetzt anfangen zu packen. Ich habe gerade die frisch gewaschene Wäsche, die frisch gewaschene Wasche, ja, aus der Waschküche geholt und werde jetzt schauen, was ich da so benutze und das dann direkt bügeln. Und meine Taktik beim Packen ist übrigens, bevor ich irgendwie das alles in den Koffer oder so tue, mache ich mir immer so schon einfach hier am Boden so kleine Berge einfach mit Dingen, die ich mitnehmen möchte. Also sammle das da schon, um so insgesamt einen Überblick im Endeffekt zu haben, was ich einpacke, ob das viel ist, ob das wenig ist, ob ich alles habe, ob ich alle wichtigen Dinge vor allem habe. Und deswegen machen wir das jetzt. Die Wohnung sieht aus wie das größte Chaos, aber ja, ich werde, nachdem ich dann gepackt habe, aufräumen und deswegen, ja. So, ich habe mich jetzt mal hier hingestellt. Das Chaos im Hintergrund bitte nicht beachten. Ich weiß, es ist schlimm, aber ich werde danach aufräumen und das sind halt auch teilweise Sachen, die ich mitnehme. Ja, ich werde jetzt alles herrichten und ich nehme euch dabei mit und ja, viel Spaß. Also das ist bis jetzt so der Zwischenstand. Das ist ungefähr fast mein kompletter Kleiderschrank gefühlt. Mir fehlen noch so ein paar Sachen. So die Schminke und so muss ich eh morgen benutzen, deswegen tue ich die da jetzt gar nicht dazu. Mein Kulturbeutel muss ich noch machen und Unterwäsche rauslegen. Aber ich habe das jetzt unterteilt. Hier sind einfach alle meine Hosen und Röcke, also alles so, was man untenrum anzieht. Dann sind hier so quasi Jacken. Ich glaube nicht, dass wir sowas brauchen werden. Also das ist jetzt einmal so ein Poncho und dann noch mein Lieblingshemd, einfach um es mal drüber zu werfen. Aber ich habe eigentlich gar keine Klamotten für kaltes Wetter mitgenommen, weil es so extrem warm wird. Da brauchen wir das sicher nicht. Hier sind dann so meine ganzen Oberteile, die ich mitnehme. Hier sind Kleider, da habe ich auch ein paar dabei. Ungefähr fast alle Kleider, die ich habe. Darunter ist noch eins.
Hier habe ich dann so Accessoires, also einmal den Hut und die Mütze würde ich gerne mitnehmen und dann meine beiden Lieblingstaschen momentan. Hier sind dann meine Bikinis bzw. mein Badeanzug. Ich nehme nur einen Bikini und einen Badeanzug mit, weil ich einfach nicht mehr wirklich habe. Also ich finde das wahnsinnig schwer, schöne Bikinis bzw. schöne Badeanzüge zu finden. Hier sind dann so zwei Bandeau-BHs, die ich brauche. Das sind bisher die Schuhe, die ich mitnehme. Also die da drunter auch noch. Ich glaube, das reicht auch eigentlich. Also ich habe auch versucht, jetzt nicht zu viel Unnötiges einzupacken, weil ich bin so ein Mensch, ich nehme für einen 3-Tages-Urlaub 10 Schuhpaare mit und das ist nicht wirklich schlau. Ja, und dann hier einfach noch eine meiner liebsten Sonnenbrillen. Ich finde meine Ray-Ban nicht, die hat wahrscheinlich der Jonas wieder geklaut, weil die möchte ich eigentlich auch noch einpacken. Aber das ist jetzt mal so, ja, grob das, was ich mitnehme. Und jetzt werde ich einen Koffer holen und das schon mal so ein bisschen einräumen, damit ich sehe, wie viel Platz ich dann noch habe. Und meinen Kulturbeutel noch machen. Und dann bin ich auch eigentlich relativ fertig schon mit dem Packen. Bei mir geht das immer voll schnell, weil ich halt einfach meinen halben Kleiderschrank in den Koffer schmeiße. Ich habe jetzt soweit schon mal alles ungefähr eingepackt. Hier liegt noch mein Kulturbeutel, da habe ich mir schon meine Handtasche für die Fahrt vorbereitet. Ja, und ich habe eigentlich noch fast die ganze Hälfte hier übrig. Deswegen nehmen wir wahrscheinlich einfach noch den kleinen Koffer. Und ja, Jonas kann hier dann auch was reintun und da. Und dann nehmen wir halt einen großen Koffer und einen ganz kleinen Koffer mit. Ich glaube, das sollte so passen. Ja, aber das ist auf jeden Fall, wie ich jetzt gepackt habe. Meine Haare sind übrigens gerade nur nass. Auf jeden Fall würde ich sagen, an dieser Stelle, dass es das mit diesem Vlog mal wieder war. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr euch auf die Vlogs aus dem Urlaub freut. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss! I fall in love too easily. I fall in love.